Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zur Mission Richtung Mann mit unserem allerersten Rover. Ob wir den Start schaffen, ich bin gespannt, und ob die Landung funktioniert, ist natürlich auch hoch spannend. Wir sind kurz vorm Liftoff und bereiten gerade alles drauf vor. Und ich würde sagen 3, 2, 1, Takeoff! Warte mal, hier sind noch ein, zwei Sachen, die gerade... Oh, warte mal, zurück zum... Oh, ja. Das war ein kleiner Fail von mir, aber... Der dürfte uns, glaube ich, trotzdem nicht wirklich aufhalten. Die Rakete ist wieder relativ massiv. Hat aber auch ein paar hundert Kilo Ladung an Bord. Und eines unserer teuersten Remote-Teile wahrscheinlich, die wir bis jetzt haben. Immerhin ist es ein selbstfahrender Rover auf Mann. Das würde ich Duna sagen. Duna ist ja noch nicht. Dafür fehlt uns ja wiederum die dementsprechende Funkverbindung. Ah, die sollte dann auch bald in der Zukunft möglich sein. Immerhin ist es ja nicht jetzt unbedingt das größte Problem. Ich checke gerade nochmal hier durch, wie die Stage-Abteilungen sind. Denn jedes Staging, das wir machen, sollte auch einwandfrei funktionieren, sobald wir rauskommen. So, der Feststreibstock ist gleich leer. Geht schon mal mit dem auf Vollboost jetzt. Wir gehen nach unten und wir begeben uns in einen Orbit, der uns in eine Flugbahn, die uns in einen Orbit langsam bringen wird. Mal die Rakete ausgleichen. So. Hier schaut unsere Flugbahn. Alter, jetzt ist es wieder hier so laut draußen. Wir können ein bisschen flacher gehen, gehen wir auf 30%. Das Ding hat einen leichten Drall irgendwie. Aber ich sehe die Vermutung. Flugbahn. Wir sind gleich über den 70 Kilometern. Somit aus der Atmosphäre von Kerbin. Mit unserem suborbitalen Flug aktuell. Soll sich hier in den orbitalen verwandeln. Wir drehen leicht den Antrieb zurück. Wie läuft es eigentlich jetzt? Gibt mal eine Zündung. Leute, wir sollten aufpassen, was wir jetzt tun. Ich drehe fürs erste Mal den Antrieb relativ weit zurück. Damit der Antrieb so lange reicht, bis wir drüber sind, weil der hat auch nur eine Stufe. Ich vergesse das jedes Mal, aber im normalen KSP musst du das ja auch nicht machen. Da musst du über solche, sag mal, doch wichtigen Sachen eigentlich nachdenken. Wie oft willst du den Antrieb eigentlich verwenden? Weil teilweise sind sie nur für einen Schuss da, weil du die zünden musst, richtig, oder sowas. Das ist ja bei KSP normalerweise nicht mal wirklich ein Gedanken drin. So, wieso nochmal zweimal zünden? Wir schießen einmal volle Wäsche. So, okay, ich würde sagen, Vollboost jetzt. No doubt, da war auch nicht, dass wir jetzt Richtung Duna. Ich bin schon voll im Duna-Modus. So richtig so, ja. Ich habe noch nicht mal einen Plan, wie wir den Rover safe dahin kriegen. Also auf die Oberfläche. Wir müssen unten irgendwie ein Heat Shield hinpacken. Oder oben und irgendwie das Ding zukriegen und dann. Für mich wäre schön, wenn die Stage das fast in den Orbit schafft. Es schaut ja zumindest auch so schon so aus. Boah, fast! Aber wirklich im Sinne von fast! Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass
Das gibt bereit, weil wir müssen ein bisschen nach drüben. Ganz vorsichtig natürlich. Und wir machen einen Stopp. Dann tun wir oben schon mal die Solarpaneele, die wir angebaut haben, ausfahren. Das sind diesmal ein bisschen andere. Oben, das lassen wir diesmal zu. Das hat einen ganz simplen Grund. Schutz. Hört sich bescheuert an, ist aber so. Es ist ja trotzdem irgendwie noch ein Schutz für das ganze Teil, was wir da rumfliegen. Ungefähr in der Art wird nämlich auch dann die Fairing ausschauen, die das Teil Richtung Luna kriegen soll. Dass wir aber in dem Fall unten vielleicht ein Heatschild hinpacken. Und dann halt trotzdem eine Fairing außenrum. Und halt abkoppeln, wenn wir in der Atmosphäre sind, umdrehen, Fairing dann öffnen, sobald wir in der Atmosphäre drin sind, das Ding rausschießen und der Rest fiel zu Boden. Wäre mein Plan. Ob das funktioniert? Ich habe keinen Plan. Was fliegt da schon wieder rum? Achso, das ist das Teil, was wir Richtung... Hätte das nicht schon wieder unten sein, aber es sind wahrscheinlich die Sachen, die halt dann nicht berechnet werden, ne? Oder fliegt das erst, muss das erst noch runter, hat das so lange Flugzeit wieder. Manöver hinzufügen. Ganz ehrlich, ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Bisschen näher. Komm schon. Wir könnten ja rein theoretisch einen Flyby bei unserer Station auch noch machen. Mal drehen sollte sie sich relativ gut, so viel wie sie mittlerweile verbaut hat. Einfach aktuell Retrograde. Und ich hoffe, dass das gut funktioniert, ganz ehrlich. Ich hoffe sowas von. Hierher vorspulen. Das macht mich schon wieder nervös, ganz ehrlich. Ich bin so gespannt, ob das so funktioniert. Ich habe die immer anders runtergebracht. Ich habe die irgendwie angehängt und dann bewegt und dann oder meistens sogar richtige Dropper riesengroße gebaut und dann irgendwie angedockt und oder oben auf eine Rakete, habe die Rakete kontrolliert runterfallen lassen. Da gab es ganz doofe Ideen von mir, aber auf das sowas habe ich es noch nie gebaut. Mit dem Crane wäre es natürlich auch bestimmt interessant, so wie es die NASA in echt macht. Ja, sie gibt Schub. Oh Gott, der Skipper gibt Schub. Geil. Wahrscheinlich ist das Ding eh voll overengineert. Wahrscheinlich mit sowas würden wir wahrscheinlich sogar Richtung Luna circa schaffen. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich würde ein bisschen mehr Schub dran bringen, aber ja, wir werden gut hinkommen. Wie gesagt, die Fairing soll ja erst geöffnet werden, wenn wir schon kurz davor sind, ne? Ist ja gut dahin. Ganz vorsichtig. Die Engine hat versagt. Nein! Deswegen sollte man nie sowas machen wie ich jetzt. Map nochmal gucken. Ganz vorsichtig jetzt den Orbit anpassen. Es wird jetzt ganz langsam gemacht, dann können wir nicht notfalls Anpassungen machen. Zeig dich, du kleiner Mann-Encounter.
Deswegen habe ich schwache Engines genommen. Die sind nämlich extrem praktisch, um sowas zu machen. Was? Ein Engine ist aus. Die Dinger sind aber auch nicht wirklich reliable, oder? Mache ich dann alle aus oder schalte ich dann die einen aus? Ausschalten? Ne, die sind noch an. Gut. Weil so kann ich circa die Kontrolle noch halten, wenn ich nur zwei Engines ausschalte, die immer gegenüber sind. Dann machen wir mal einen Schnellflug Richtung Duna. Ich bin sowas mit Duna gerade im Kopf. Ich will überall hin. Ich will zu Eve. Was ich gerne machen würde, wäre auch eine Sonde Richtung Sonne. Die wirklich nah um die Sonne rumfliegt. Hier vorspulen. Weil das, was wir jetzt machen, ist High Risk. High Risk. Wir fliegen jetzt noch tiefer als unsere Station, wenn ich mich nicht irre. Also unsere Station hat eine weiter entfernte Flugbahn wie wir. Das will was heißen. Ja, das ist eine eventuell eine Zahl, mit der man nicht messen sollte. Lass uns mal hier vorspulen. Das wird heute das richtig spannende Ende. Wir landen nicht jetzt im Krater auch noch. Kraterlandung ist nie so cool. Vor allem, ich weiß nicht, die Antriebe sind ultra hardcore eigentlich, die Monotreibstoff-Antriebe. Wir können uns auch die ganze Rakete eigentlich voll zerficken. Was jetzt erstmal geschehen muss, weil wir sind ja. Boah, jetzt muss das kurz laden. Solarpanel einfahren. Wir entfalten die Fairing. Fairing entfaltet und wenn das hier abgeht, ist das aktiv und das aktiv. Gut. Ich tue schon mal ihm sagen, von hier steuern. Denn wir tun jetzt dann nochmal einen kurzen Burn einleiten. Zack. Eine relativ freie Fläche. Und Breaks natürlich rein. Die Kappeln ist da. Und jetzt ist es, ich muss das andere Teil eigentlich fliegen. Wechseln zu, zum Glück. Von hier steuern, gut. Du bist arretiert. Gehen wir einen ganz kleinen Burst noch, um ein bisschen der Fairing zu entkommen. Alter, ich bin gerade echt nervös. Ich weiß nicht mal wieso, aber es ist gerade irgendwie voll spannend einfach auch. Also auch müssen Antenne ausfahren. Antenne ausfahren.
Das ist jetzt gerade echt spannend. Rover plus Lander sind auf dem, oder beziehungsweise der Landeteil plus der Rover sind auf dem Weg Richtung Duna, Richtung Mann. Dann haben wir es nicht mal mehr weit, wirklich. Der schaut süß aus. Der schaut ja richtig putzig aus. Nicht jetzt, so Leute. Oh Gott, ich muss niesen. Das ist gerade der unpassende Zeitpunkt, um niesen zu müssen. Alter, wir haben voll viel MS noch. Oh, eklig. Das ist doch ein bisschen zu früh schon. Fuck. Ich glaube, wir schaffen es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir hätten so viele MS da noch drin gehabt. Ich hätte es so gut machen können. Aber nein, ich dev hab natürlich was anderes vor. Kann man das normale Vorspiel noch machen? Also ich muss hoffen, dass ich das mit dem Rover hinkriege. Ansonsten muss ich mir noch mehr Monotreibstoff dran packen und alles. Aber da sieht man wieder, ich hätte mich schon wieder verrechnet, wahrscheinlich für Duna. Wir sind nicht schon wieder bei 200 MS pro Sekunde. Das ist ekelhaft. Und einmal einen. Alles nicht komplett vernichtet. Ja, ich glaube, die Mission müssen wir nochmal in der nächsten Folge fliegen. Das war jetzt Genius. Also, was wir uns merken können, der Skipper braucht eine zweite Schubanlage, damit wir den mindestens auch zum Bremsen verwenden können. Die andere Stage sollte man die Antriebe auch verbessern, damit die nicht ausfallen kann. Und später loslassen, also kurz vorm Boden irgendwo, wo wir dann wirklich nur noch den Lander brauchen, weil ansonsten passiert uns das. Und das ist uncool. ja. Aber ich würde sagen, es war eine sehr spannende Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.